Tief im 100-Morgen-Wald haben Winnie-Pooh und seine Freunde schon viele erstaunliche Sachen gemacht. Und wenn ihr mögt, zeige ich euch jetzt eine davon. An einem verschneiten Wintertag wartete Ru auf seinen allerbesten Freund. Mama, wann kommt Tigger denn endlich? Hab Geduld, Schatz. Er wird gleich... Whee! Hallo! Hier bin ich. Hab ich dich überrascht, Rubidu? Ja, und ob. Und ich mag Überraschungen. Hallo, verehrteste, werteste Känguru. Hallo, Tigger, mein Lieber. Na, Ru, hüpfen wir eine Runde zusammen? Klar, wir beide sind doch tolle Hüpfer. Dann mal los. Auf geht's. Tigger, Ru muss bald seinen Mittagsschlaf halten. Keine Sorge, liebste Känguru, wir werden rechtzeitig zurück sein. Ah, was für ein herrlicher Tag. So schön ruhig und friedlich und weit und breit kein Tigger. Oh, sieh mal einer, guck. Wenn das nicht Freund Schlapper ist. Können Tigger Eis laufen? Ob Tigger Eis laufen können? Das können Tigger am bestesten. Hui! Oh nein, nicht doch! Drei vor dich! Schnell weg! Oh nein! Oh, darf ich was, Tigger? Warum muss es immer wieder mich erwischen? Warum, warum, warum? Tigger, Tigger, alles in Ordnung? Igitt, Tigger finden Eislaufen blöd. Also hüpften Tigger und Ru weiter. Doch wohin sie hüpften, ist eine ganz andere Geschichte, die ich euch ein anderes Mal erzähle. Klickt hier für weitere Videos und schaut auf Disney Junior eure Lieblingssendungen.